Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir gemerkt, dass wir noch ziemlich schwach sind und Brutalanda musste fast die ganze Arbeit für uns machen, dass wir nicht an unseren Gegnern gescheitert sind, ja. Aber es ging nochmal gut, dann haben wir gegessen und dann haben wir uns ins Bettchen gelegt. Und am nächsten Morgen... Na, guten Morgen, Johnny. Geben wir heute wieder unser Bestes, ja? Tun wir. Leute, die Reparaturen, Katja-Turm sind abgeschlossen. Wahnsinn, ist ja alles wieder so wie... Moment mal. Aber... Er sieht ja jetzt völlig anders aus. Ja, wirklich stylische Reparatur. Ich wusste, auf dich kann man sich verlassen, Shirachi. Und du warst doch ziemlich flott. Ja, ich bin ein Genie. Müssen wir jetzt mit der Karte nochmal von vorne beginnen? Abgesehen vom Wasserkontinent sind wieder überall Wolken. Da müssen wir nochmal ran. Ja, das war aber leider zu erwarten. Auch ein Genie. Wie, ich kann nun mal die Daten nicht einfach so wiederherstellen. Ja, dann war meine ganze Arbeit umsonst. Naja, das ist ja nicht das erste Mal passiert. Dann gibt es eben eine neue Karte anzufertigen. Das schaffen wir spielend. Stoppel war halt nicht mit Kartografieren an der Reihe. Ach ja, also was das angeht. Ich kenne da zwei, die für diese Aufgabe genau richtig sind. Shawnee und Shana werden sich der Sache für uns annehmen. Was? Shawnee und Shana? Ah, so ist es. Es ist zwar, dass die beiden noch nicht viel Erfahrung haben, aber das kann auch ein Vorteil sein. Sie kennen die anderen Kontinente nicht. Für sie ist alles ganz neu und aufregend, während wir schon alles gesehen haben. Sprich, sie werden diese Aufgabe mit mehr Leidenschaft angehen, als wir es je könnten. Ja, das stimmt. Abenteuer in bekannten Gebieten sind tatsächlich nicht so besonders spannend. Wir müssen die Karte jetzt schon so oft aufs Neue anfertigen. Da würden wir womöglich noch schludern. Den Skopel jedenfalls. Eine hervorragende Idee, Teamleiter. Ich bin überzeugt, dass die beiden eine besonders akkurate Karte erschaffen werden. Ja, wie mir scheint, gibt es keine Einwände. Also, was sagt ihr zwei dazu? Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Seid ihr dem auch gewachsen? Aber natürlich! Es war schon immer mein Traum, für das Forscherteam zu arbeiten. Aber seid ihr denn wirklich der Meinung, dass wir das auch schaffen können? Ja, aber sicher. Wir sind schon alle ganz gespannt zu sehen, wozu ihr beiden alles in der Lage seid. Ja, viel Glück. Ihr seid doch gut und entdeckt auf euren Abenteuer ein Schlimmerparadies. Ja. Ja, danke für euer Vertrauen. Auf jeden Fall geben wir unser Bestes. Oh, prima. Dann wird das ja geklärt. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Ihr seid im Besitz einer Konnexosphäre. Ja, wenn ein Junior-Forscher-Gadget reicht, schauen wir eins bei sich. Wunderbar, dann nehmt jetzt bitte die Sphäre aus dem Gadget. Seht ihr die Vertiefungen dort? Setzt die Sphäre einfach dort ein. Johnny nimmt die Konnexosphäre aus dem Junior-Forscher-Gadget. Ist das so richtig? In die Vertiefung des Katschak-Turms eingesetzt. Katschak! Wow. Wow, jetzt sieht der Katschak-Turm tatsächlich wieder so aus wie gestern. So, das war's auch schon. Euer Konnexosphäre ist jetzt mit dem Katschak-Turm synchronisiert. Und was heißt das genau? Oh je, Dummerchen. Ich habe ganz vergessen, euch das hier zu geben. Haben ein offizielles Forscher-Gadget erhalten. Okay, das ist jetzt bunter. Ist das noch ein Junior-Forscher-Gadget? Ja, aber nein. Dieses Forscher-Gadget ist nur für vollwertige Mitglieder unseres Forscher-Teams. Und das Beste, es ist bereits auf euren Teamnamen registriert. Im Gegensatz zum Junior-Forscher-Gadget könnt ihr damit jetzt mit der Dennis sprechen. Wenn ihr die Konnexosphäre wieder aus dem Katschak-Turm entnehmt und sie in euer Forscher-Gadget einsteckt, kann es auch schon losgehen. Also, rausnehmen und da reintun. Okay. Das ist doch... ganz genau wie der Katschak-Turm. Ja, du sagst es. Das ist dieselbe Karte wie die des Katschak-Turms. So könnt ihr euch über eure Gadgets mit dem Turm verbinden. Aber so aktualisiert ihr nicht nur die Karte, sondern auch euren Forscherteamrang. Forscherteamrang? Genau. Steigert euren Forscherteamrang und erhaltet großartige Belohnungen. Das wird euch die Arbeit erleichtern.
Okay. Echt? Ist ja super. Auf geht's, Johnny. Wir beide werden die beste Karte aller Zeiten anfertigen. Ah, so lobe ich mir das. Viele Mitglieder versuchten sich vor euch an diese Aufgabe, doch nicht alle hatten Erfolg. Aber lasst euch davon nicht entmutigen. Ihr könnt es auf jeden Fall schaffen. Also dann, meine Lieben, lasst uns auch heute wieder alles geben. Jawohl! Ja, Teamleiter, nicht da lang. Hier lang. Ach ja, richtig. Danke dir, liebe Denne. Was für ein Spaß. Oh Gott. Okay. Shit, jetzt habe ich das Ding wieder eingesetzt. Ich wollte nur sehen, ob ich da noch was ansehen kann. Forscherteampunkte reichen nicht aus, um im Rang aufzusteigen. Es fehlen noch 200 Punkte bis zum nächsten Rang. Okay. Wie bekommen wir jetzt Punkte? Indem wir weiterhin Aufträge erfüllen oder was? Vermutlich, oder? Nehmen wir es mal stark an. Hier gibt es doch auch ein Café, oder nicht? Ich glaube ja. Aber zuerst möchte ich mal noch eine Schatzbox öffnen. Vielleicht ist ja was Cooles drin. Oder ist da immer nur so Carbon-Zeugs drin? Zauberschuh! Nee, okay, da ist offenbar teilweise auch was Besseres drin. Haben wir überhaupt noch was bei Kangama? Auf jeden Fall ist da jemand, der Hilfe braucht. Tut mir leid, heute ist niemand hergekommen und hat Lohn für euch dagelassen. Oh, Menki? Ah, ich will mich da so richtig austoben. Komm, kämpf schon gegen mich. Was? Wir sollen gegen Menki kämpfen. Elektrosteppe. Ja, versuchen wir es. Wenn der schon da ist, meinetwegen. Sonst ist hier niemand mehr. Da ist noch was. Hurra, gefunden. Was hast du hier? Rasa, versteck den Grobian. Ja, ist so. Ich benötige Hilfe, um es ihm heimzuzahlen. Müssen wir Rasaf und Menki besiegen. Okay, aber es ist immerhin da drin, der Auftrag. Den kann ich jetzt immer sehen. Ich spreche jetzt mal mit allen. Oh, ich habe meinen Schatz verloren. Neue Gebirgskette? Nein, im Moment gerade nicht. Wir gehen zu diesem Elektro-Dingens. Und du hier? Oh, der Brief muss zugestellt werden, und zwar an meine Angebetete. Chillabel, einen Brief bringen. Ort Param. Schwierigkeit 3 Herzen, was? Das ist ein Geheimauftrag. Okay, wir versuchen den mal. Und du hier? Ah, diese Stadt ist riesig, eine riesig große Stadt, jawohl. Oh, Inkognito, dich habe ich gar nicht gesehen. Wie Wahnsinn, ich weiß ja nicht wieso, aber ich finde es hier wahnsinnig toll. Rutalanda, vielen Dank für alles. Und hier, Shana, sieh mal, wenn du groß bist, dann siehst du genau so aus. Mein flammender Zorn wird alles in Schutt und Asche liegen. Ja, ist ja gut. Übertreib's mal nicht, mein Freund. Dann würde ich noch gerne einkaufen. Halt. Ich gehe gerne zur Schule. Nee, du bist nicht du, okay. Gut. Ich brauche Belebersamen. Definitiv. Definitiv. Und ich verkaufe mal... Chaos-Orb brauche ich. Reduz-Orb brauche ich nicht. Das werde ich bald mal einsetzen. Alle Fallen... ist gut. Das brauche ich auch nicht. Das kann ich auch weg. Das auch weg. Das kann auch weg. Und das auch. Und der Apfel auch. Ja. Und dann kaufen wir noch was? Scanner-Ringel. Was macht der denn? Erhöht den Fluchtwert. Das wäre auch interessant. Dann kaufe ich mir... Shit, ich brauche mehr Geld. Ich brauche viel mehr Geld. Viel mehr Geld. Ich sollte doch noch was haben, oder? Ja, natürlich. Ha, mitnehmen, so. Ich brauche das Zeugs alles. Item kaufen. Mini-Belebersamen, das hier und Team-Beleber-Orb auch. So. Für 700, ja. Ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt sich. Dann werden wir uns hier wieder eindecken, aber erstmal das Geld wieder ablegen. Und die Items, Zauberschein weg. Und den Belebersamen weg. Und die Team-Beleber-Orbs auch weg. Die möchte ich nicht irgendwie verlieren oder so. Mitnehmen würde ich gerne... Den Angriffsringel für ein großes, starkes Pokémon. Dann ein Apfel mitnehmen. Zwei Äpfel. Dann am besten noch zwei Elixiere. Sinelbeeren auch drei Stück. Und Mini-Belebersamen.
4 Stück. Und der Rest, ja, den Samen nehme ich auch mit, den kann ich dann wegschmeißen oder so. Ein Erstarrort muss ich auch mitnehmen, stimmt, für einen eventuellen Monsterraum. Und dann würde ich sagen, kann es losgehen. Das Feuer in meinem Körper, es brennt. Okay, gut. Wo kann ich jetzt diesen Geheimauftrag machen? Nee, hä? Hier nicht. Forscheraufträge, hier. Wir sollen Chilabel einen geheimen Brief bringen. Ort Param. Was ist Param? Ist das ein weiterer Ort, den wir noch nicht kennen, oder was? Sieht fast so aus, oder? Okay, wir haben den Auftrag jetzt mal angenommen. Okay, dann gehen wir jetzt mal an diese Elektrosteppe. 3 Mitglieder können mitkommen. Gut, wir müssen nur bis zur 3. Ebene. Das ist eigentlich gut. Shit, Brutalanda ist wieder weg. Verdammt, Brutalanda. Wer ist stark und kann mitkommen? Emolga könnte mitkommen. Dragoran könnte wieder mitkommen. Simsala wollen wir nicht. Despotar auch nicht. Ja, Dragoran, komm. Ja, am besten hier nichts riskieren. Los geht's. Und Dragoran kriegt dann auch seinen Angriffsringel, würde ich sagen. So. Dragoran. Hier, bitteschön. Und ich glaube, Dragoran wird erstmal vorausgehen. Schlummerschutz. Ja, für Dragoran. Dragoran wird vorausgehen, um mal zu testen, wie stark diese Pokémon hier wirklich sind. Mashok, holy shit. Orkan! Arms. Gut. Das war jetzt kein guter Test. Egal. Egal. Ich und Shana kriegen ja Erfahrungspunkte. Was? Effektschlag. Ja, ja. Nehm ich mal. Hört! Was zum? Wie übel bist du denn drauf? Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich würde sagen, eine Kombination. Ich glaube, die ist jetzt wichtig. Ich setze Rasierblatt ein. Shana den Doppelkick und Dragoran den Orkan. So, und Attacke. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt kaputt auf einmal. Das wäre cool. Ja, das war gut. Das war wichtig. Nicht, dass ich und Shana gleich mal einen Belebersamen verschwenden. Shit, ein Blitzer. Shit. Ja, lass Dragoran. Ja, ich muss Dragoran das machen lassen. Unbedingt. Bam. Oh, eine Box. Ja, immer schön Dragoran. Ach so. Ich habe das Blitzer gar nicht gesehen. Dragoran hat das einfach vor sich hergeschoben. So, und ich... Ja, nee, Shana erledigt das. Gut. Ja, nee, hier ist wirklich übel. Intensität war die Attacke vorhin, oder? Die war echt krass. Intensität war echt eine krasse Attacke, muss ich sagen. Ein Dragoran kann das egal sein. Es schwebt ja, aber für mich und Shana, uncool. Echt uncool. Ah, Geodrockblocken waren das, okay. Die werde ich dann gleich mal fixieren. Damit ich oder Shana davon Gebrauch machen können. Fixieren, so. Und dann gehen wir hier nachsehen. Nehmen wir das alles mit und gehen dann weiter. Nächste Ebene. Ah, da ist schon da, wo wir hin müssen. Verstehe. Drei Mankeys. Okay, ich werde mal eine Runde lang sehen, was passiert. Eine Runde lang. Dann, wenn die wirklich zu viel Schaden machen, ja, muss ich mir was überlegen. Ja, ich erledige das mit Shana zusammen. Vielleicht reicht es ja. Dragoran bleibt weiterhin bei dem hier. So, ja, das müsste es gewesen sein. Ich und Shana. Nee, es reicht immer noch nicht. Nein. Oh, du verdammtes Mistvieh. Nee, hier bin ich effektiv falsch. Dragoran, mach das hier kaputt, bitte. Nicht getroffen, fuck.
Seht euch mal an, wie viel die Viecher aushalten. Ich und Shan haben jetzt schon... Hallo? Ich und Shan haben jetzt schon, weiß ich nicht wie oft, das obere Vieh getroffen. Aber es lebt immer noch. So, das lebt auch noch. Menke wurde besiegt. Aha, das Richtige. Habe ich mich für das Richtige entschieden, offenbar. Boah, solche Kämpfe, echt. Sieht's aus, als wären wir einander ebenbürtig. Ja, ich will unbedingt eine Revanche. Ich nicht. Ich nicht. So, immerhin mit Menke verbunden. Vielleicht sollte ich echt mal irgendwie ein Team machen aus Simsala, Dragoran und keine Ahnung. Noch irgendjemandem. Es gab 80 Punkte. Und wir brauchen nur 200 für den nächsten Rang. Das könnte sich sogar lohnen eigentlich. Aber da brauche ich viel mehr Dingens hier. Mini-Belebersamen, ja, unbedingt. Ah, erstmal wird genomst. Der Denne kommt kaum auf den Tisch hoch, was soll denn das? Möchtest du speichern? Ja, möchte ich. Und leider ist es bereits wieder an der Zeit, um zu sagen, Leute, das war's für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.